Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Spirit of the Island. Ja, das Spiel ist seit heute draußen und ich konnte nicht abwarten. Ich musste es unbedingt holen, weil ich finde es einfach nur klasse von der Optik her gemacht. Ich weiß aber noch nicht so genau, worum es geht. Also ich weiß, dass man ein eigenes Haus bekommen soll, was man ausweiten soll, also sprich, was man vergrößern soll. Ich weiß, dass man verschiedene Sachen anbauen kann, dass man, soweit ich das verstanden habe, auch Quests machen kann, um bestimmte Sachen wieder zu bekommen. Also so ein bisschen eine Mischung aus Garden Paws, sage ich mal, und Animal Crossing, so stelle ich mir das Ganze vor. Zumindest von der Optik her sieht es schon ein bisschen danach aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Spiel an. So, dann gibt es einmal die Unterteilung zwischen Einzelspieler und Mehrspieler. Das ist recht cool, weil so kann ich nämlich eins aufnehmen und eins privat nochmal mit anderen Leuten spielen. Das ist richtig cool. Übrigens hier auf diesem Wege mal viele Grüße an Wuschelchen und ihren Sohn. Das könnte vielleicht auch ein Spiel für euch sein. Müsst ihr einfach mal schauen. Wäre auf jeden Fall, also ich finde es ganz cool, was ich bisher gesehen habe. Deswegen erstmal schöne Grüße. So, mein Name. Mein Name ist wie immer, schreiben kann ich auch nicht mehr, wie immer Gameplayerin. Name des Grundstücks. Ich habe das dann immer so ganz ausgefallen, so Gameplayerinhausen oder so. Let's Playhausen hört sich auch. YouTubehausen vielleicht, keine Ahnung. Das ist zwar ein doofer Name, aber egal. Achso, Moment, Name des Grundstücks, Name der Stadt, Name der Region. Ach du Schande. Okay, Maluhia. Ja, lassen wir die Stadt mal. Und die Region mit Mahu. Keine Ahnung. Das hört sich alles ein bisschen komisch an, aber ich lasse es trotzdem mal drin. Ich bin natürlich weiblich. Wobei die nicht viel Unterschied haben. Der sieht jetzt nicht besonders weiblich aus. Oh, das ist... Das ist die Skinfarbe, okay. Die nehmen wir mal lieber nicht in Pink. Natürlich lange Haare. Man hat keine wirklich schönen langen Haare. Kann man den irgendwie drehen? Auch nicht. Tja, die sehen alle so ein bisschen... Das sieht aus wie The Brain. Sieht alles ein bisschen komisch aus. Ich nehme mal einfach das. Auf jeden Fall was mit Wimpern. Das könnte ich auch sein, aber die Augen die ganze Zeit geschlossen, das ist ja ein Krampf. Kindheit, Naturliebhaber, Überlebenskünstler, Gourmet, beliebtes Kind, Erbauer. Moment, Erbauer, du kannst alles reparieren oder bauen, was deine Vorstellungskraft hergibt. Du liebst es ebenso, Neues zu erschaffen. Eine Kombination aus Handwerk und Logik macht dich zu dem, was du heute bist. Sammler, du bist fasziniert von allem, was die Welt zu bieten hat. Dem Essen, den Leuten. Okay. Beliebtes Kind. Als Kind hast du es geliebt, mit anderen zu sprechen. Gourmet, Überlebenskünstler. Du hast in der Schule gelernt, dich zu verteidigen und kennst dich ausreichend mit Pflanzen aus, um in der wilden Natur zu überleben. Du liebst es, Zeit in der Natur zu verbringen. Es macht dir Freude, dich um einen Bauernhof zu kümmern und auch Tiere bedeuten dir sehr viel. Beides, sowohl Naturliebhaber als auch Erbauer. Du kannst alles reparieren oder bauen. Also, beides. Ich meine, also beides würde hundertprozentig auf mich zutreffen. Dann die Spielmodi. Du kannst, nee, Moment, Kreaturen greifen sofort an. Das ist hier oben, das glaube ich. Anforderungen sind normal, Ausdauer regeneriert sich normal. Achso, kann man nur leicht oder normal. Okay, ja, dann lassen wir das standardmäßige Tutorial, machen wir natürlich auch rein. Ja, ich denke mal, ich nehme Erbauer. Du bist so schnell groß geworden. Ein Zuhause ist eine sehr persönliche Angelegenheit.
und du wirst ein Zuhause haben. Ich weiß, dass deine Eltern dich gut behandelt haben. Mach dir keine Sorgen, sie werden auf dich warten und dich eines Tages wiederzusehen. Es ist Zeit für sie, sich auszuruhen, während du deine eigene Reise beginnst. Es gibt so viel zu sehen. Und sogar noch mehr zu entdecken. Spirit of the Island. Ich liege auf dem Boden. Grundlagenwissen. Finde eine Spitzhacke in der Nähe deines Hauses. Grundlagen des Anbaus. Sammle Erde für Nutzpflanzen. Okay, wie bewege ich mich denn? Drehen kann ich die Kamera offenbar nicht. Huch, was jetzt? Ah, das Boot ist weg. Wenigstens bin ich auf der richtigen Insel, denke ich. Willkommen in der Region Mahu. Dies ist eine Kurzanleitung, damit du gleich loslegen kannst. In diesem Spiel ist die Kamera fixiert. Ach so, deswegen. Und du kannst Bewegungen mit WSAD benutzen, Springen mit Leertaste, Interaktion mit E. Oh, endlich wieder E. Und Aktion mit linke Maustaste. Okay. Du hast auch menschliche Grundbedürfnisse. Och nee. Wie Hunger, Durst und Müdigkeit. Behalte sie genau im Auge, damit sich diese Aspekte nicht verlangsamen. Überprüfe deine Eigenschaft mit Tab. Wann immer du kannst und auch die Benutzeroberfläche des Spiels zeigt dir die wichtigsten Veränderungen an. Ein letzter Tipp, bevor ich dich ziehen lasse. Erkunde die Insel und interagiere mit Objekten, wenn du kannst. Objekte, mit denen du interagieren kannst, sind mit einem Symbol gekennzeichnet. Benutze dafür die Interaktion mit E. Als erstes solltest du versuchen, dein Haus zu finden. Folge einfach der Straße und gehe von dort aus nach Nordosten. Okay. Okay, da kann man anscheinend nichts mehr machen. Es wird doch angezeigt, wenn man damit interagieren kann, ne? Ich dachte, man kann vielleicht schon mal was einsammeln. Ah, Kokosnüsse. Okay. Nordosten. Naja, wir müssen hier erstmal... Können wir hier was machen? Ein Apfel. Wir sollen ja irgendwie was zu essen mitnehmen, ne? Also was schon mal sehr gut ist, dass automatisch die Sachen aufgesammelt werden, so wie es aussieht. Das ist cool. Nordosten, das heißt, wir müssten ja... Was bist du denn? Ist hier eine Krötenwanderung oder was? Ah, wie cool. So. Wie du sehen kannst, gibt es viele Orte zu entdecken. Jedes Mal, wenn du einen Ort findest, erhältst du Erfahrungspunkte für die Erkundungsfertigkeit. Es gibt viele weitere Fähigkeiten, die du freischalten und verbessern kannst. Okay, was habe ich denn jetzt bekommen? Gar nichts, oder? Ach, ich bin der Stern rechts, sehe ich gerade. Also wir gehen nach dem Norden, aber wir sollten, glaube ich, hier unten... Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Hier waren noch vorher Pfeile, ne? Ja, wir sollten dahin gehen. Ich war so fasziniert von dem Stern. Oh je. Oh je. Was? Ach, das ist die Pflanze, oder was? Ah, okay. Das muss der Ort sein. Was für ein Chaos. Aber das Haus sieht vollkommen intakt aus. Ich frage mich, warum meine Eltern wollten, dass ich hierher komme. Wenn ich mich richtig erinnere, finde das Haus, habe es gefunden, und mache es zu einem neuen Zuhause. Dann suche die Älteste. Sie ist für die örtliche Stadt hier zuständig. Vielleicht kann ich das nutzen, um anzufangen und dieses Durcheinander in Ordnung zu bringen. Vielleicht ist es außerdem sinnvoll, bald etwas zu essen und zu trinken zu finden. Und später sollte ich mich dann etwas ausruhen. Nun, holen wir den Brief und sehen wir uns um. Ich muss auch die Stadt kennenlernen. Ich war hier unten etwas abgelenkt. Da läuft die ganze Zeit was rum.
Das ist dein Haus. Es ist jetzt noch etwas rostig und schmutzig, aber mit der Zeit kannst du es aufrüsten und neue Möbel und Maschinen bauen. Hier kannst du deine eigene Farm, deine Läden und vieles mehr bauen. Sorge dafür, dass es ein schöner Ort wird, den Touristen gerne besuchen möchten. Außerdem musst du, wenn du müde bist, schlafen. Du hast bereits ein Bett. Denk daran, dass du schlafen musst, um dich zu erholen. Jedes Mal, wenn du schläfst, wird das Spiel gespeichert. Ah, das ist also wie bei den anderen. Und wenn du gut schläfst, kann es sein, dass du einen positiven Buff erhältst und deine Energie sich für einige Stunden viel schneller und wieder auffüllt. Das Gleiche passiert, wenn du eine gute Mahlzeit zu dir nimmst, die deine Gesundheit für eine gewisse Zeit wiederherstellt. Stimmt, wir sind hier schon fast auf der Hälfte runtergegangen. Wenn du es noch nicht getan hast, solltest du dir die Holzaxt, die Schaufel, den Wasserkanister und die Spitzhacke besorgen. Durfte ich ja nicht, ich darf mich ja nicht bewegen. Das sind wichtige Werkzeuge, mit denen du deine eigenen Gebäude bauen und dich an die Arbeit machen kannst. Und mit der Zeit kannst du diese Werkzeuge auch aufwerten. So, dann kann ich die hoffentlich mal nehmen. Eisen haben... Ah! Hämmer können zum Reparieren von Werkzeug eingesetzt werden. Sie können ebenfalls hergestellt werden oder bei einem Händler gekauft werden. Schön. Achso, der ist jetzt auf 6, sehe ich gerade. Wie kann man die denn einstellen, wenn ich hier gar nichts drücken kann? Gießkanne ist drin. Wenn du nicht mehr Wasser für deine Gießkanne hast, was ist denn das für ein Satz? Kannst du es aus Flüssen oder Seen holen, nicht aus dem Meer. Mit deiner Gießkanne kannst du deine Pflanzen bewässern. Später kannst du einige Gegenstände freischalten, die diesen Vorgang beschleunigen. Geh einfach zu einem See, rüste die Gießkanne aus und benutze die Interaktionstaste. Okay. Schaufeln können verwendet werden, um den Boden nach Gegenständen umzugraben, einschließlich der Erde für den Anbau von Pflanzen. Sie können auch verwendet werden, um Straßen oder Bürgersteige zu zerstören, die du nicht mehr brauchst. Schaufeln können an einer Werkbank hergestellt werden. Äxte sind sehr wichtig. Damit kannst du Bäume fällen und sogar Gegenstände zerschneiden, wenn du sie nicht mehr brauchst. Du kannst Äxte an einer Werkbank herstellen. Achte aber darauf, dass du die richtigen Materialien parat hast. Okay, jetzt drücke ich mal. Okay, da komme ich. Obwohl, kann man hier? Nee, kann man aber nichts drücken. Ich würde nämlich schon gerne. Ich habe jetzt I gedrückt. Es gibt viele Arten von Gegenständen. Einige kannst du ausrüsten, bei anderen handelt es sich um Materialien, mit denen du etwas bauen oder auch konsumieren kannst. Du kannst zum Beispiel Äpfel essen, um deinen Hunger zu stillen. Oder Kokosnusswasser trinken, um deinen Durst zu stillen. Wähle den Gegenstand aus. Füge ihn zu einem Schnellzugriffsslot hinzu und benutze ihn mittels einer Aktionstaste während des Spiels. Normalerweise können Lebensmittel und organische Erzeugnisse verderben, also achte immer darauf, wie lange sie aus dem Kühlschrank oder der Kühltruhe genommen werden können. Wenn das passiert, können sie sich in andere Dinge verwandeln. Ich hasse sowas. Zudem kannst du Gegenstände erhalten, indem du auf Nahrungssuche gehst, mit der Umgebung interagierst, Dinge zerstörst und auf viele andere Arten. Manche Charaktere können dir auch Gegenstände verkaufen, aber in diesem Spiel bist du die Person, die der Stadt mit Gegenständen hilft und sie mit Ressourcen versorgt. So, die Frage ist, kann ich das jetzt hier anders reinziehen? Das wäre nämlich ganz schön. Anscheinend nicht. Ich kann es auch nicht rausziehen. Schnellplätze. Wenn ich da jetzt drücke, kann ich auch nicht. Wenn ich da auf 2 drücke, bringt mir das auch nichts. Tja. Markieren. Ah, da geht's doch. Okay. Dann einmal die Schaufel auf 3. Die Gießkanne auf 4. Was war das hier? Eine rote Blume. Den Hammer auf 5. So, und die Äpfel können wir dann von mir aus auf 9 machen und Wasserflasche machen wir mal auf 8. So, ich denke mal, das sind so die wichtigsten, die wir haben. Was ist das? Achso, das waren die Kokosnüsse. Ja, die machen wir von mir aus noch auf 7, damit wir aktuell da noch was drin haben. Was ist mit den Pilzen? Orangefarbener Pilz wird als Zutat für Nahrung oder Medikamente verwendet. Du kannst sie essen. Weißt jedoch nicht, ob es sicher ist. Ja, das hatte ich jetzt schon befürchtet, ehrlich gesagt. Oh nein, wir haben ja noch eine Spitzhacke, die habe ich übersehen.
Spitzhacken sind die einzigen Werkzeuge, mit denen du Materialien abbauen und bestimmte Felsen aufsprengen kannst. Einige Felsen können nur mit Dynamit gesprengt werden, aber das Thema heben wir uns für einen anderen Zeitpunkt auf. Du kannst Spitzhacken an einer Werkbank herstellen. Okay. Jetzt ist sie natürlich nicht da, wo ich sie eigentlich haben wollte. Nee. Okay, dann nehmen wir die Spitzhacke, sagen wir mal, auf 4. Und dann die Gießkanne auf 6. So, ich denke mal, die werden wir hoffentlich erstmal nicht so oft brauchen. Dann nehmen wir mal die Spitzhacke. Ah, ich habe zwar keinen Mauszeiger, aber ich kann trotzdem klicken, damit was passiert. Das ist gut. Ich muss mich ja selber erstmal zurechtfinden. Grundlagenwissen. Bauen wir hier, würde ich mal sagen, erstmal ein bisschen was frei. Wir brauchen 5 Klebeband. Reden müsste man auch können. Und 5 Holzplatten. Was ist denn hier mit? Hausverbesserung. Verbesserung auswählen. Kann ich anscheinend nicht. Keine Ahnung. Okay, aber da kann man sie auf jeden Fall schon mal verbessern. Gut zu wissen. Oh, der Zaun sieht auch ganz schön kaputt aus. So, Steine haben wir jetzt bekommen. Dann haben wir den Hammer. Gucken, ob wir damit den Zaun reparieren können. Anscheinend nicht. Okay. Ich brauche Erde. Kann ich die einfach so? Oh ja, offenbar ja. Einmal noch. Okay. Grundlagen des Anbaus. Die Frage ist jetzt: Feuerholz, Holzplatte. Oh, Holzplatten müssen wir machen. Dafür brauchen wir aber Bäume erstmal in der Umgebung. Haben wir hier oben welche? Ja, ne? Das ist keine Nahrungssuche, sondern Holzsuche. 7-mal Holzklotz. Ah ja, das müsste reichen. Ich glaube, das war jetzt einmal. Oh, ich muss erstmal gucken wegen dem Laufen hier. So, das machen wir 7-mal. Na gut, dann von mir aus 8-mal, wenn wir das nur doppelt machen können. Oh, ich dachte gerade, da ist was explodiert. Ist aber schon süß gemacht. Kann man eigentlich auch. Nee, reinscrollen nicht. Ah, aber man kann damit auswählen. Okay. Das heißt, das dauert was. Wenn wir weggehen, wird das trotzdem gemacht. Dann können wir ja in der Zeit mal hier gucken, was da drin ist. Ich brauche einen Schlüssel zum Öffnen. Dann gehen wir doch mal ans Haus erstmal. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das kaputt machen sollte. Aber dann ist es weg. Also vielleicht, keine Ahnung. Ich kann damit auf jeden Fall nicht anders interagieren. Schmeißen wir die Sachen einfach mal alle weg. Machen wir einfach alles kaputt hier. Kein Thema. Nur beim Fernseher habe ich so ein bisschen Bedenken. Ich meine, ich selbst gucke ja eigentlich fast gar kein Fernsehen, beziehungsweise Fernsehen normalerweise nicht. Oh, das war der Fernseher. Sondern wenn, dann nur Netflix, beziehungsweise Prime. Oder Disney. Also Streamingdienste, so, um es mal kurz zusammenzufassen. So, da warte ich aber auch noch was, ne? Muss ja erstmal hier ein bisschen Platz gemacht werden, ne? Das ist ja, ich weiß ja nicht, das sieht so aus, als ob das alles nur Müll ist und man kann halt nichts damit machen. Also da kann man eh drücken, wie man will. Passiert nichts. Und mit dem Bett konnte ich jetzt gerade interagieren. Ich frage mich nur, warum die hier einen Fernseher reingemacht haben, wo gar keine richtigen Möbel sind. Moment, kann ich den? Muss mal eben gucken. Kann ich den vielleicht reparieren? Auch nicht. Wieso kann ich den nicht reparieren? Ich denke, mit dem Hammer kann ich alles reparieren. Gut, machen wir den, entsorgen wir den mal. Ich habe zwar noch nie mit einer Axt einen Fernseher entsorgt, aber irgendwann ist immer mal das erste Mal. So. Holzplatten haben wir auch. Klebeband, kann ich das hier herstellen? Da brauche ich Pflanzenfaser für und Fett. Wo kriege ich denn Fett her, bitte?
Ach so, du kannst alles damit reparieren. Oh. Ups. Scheiße. Pflanzenfasern wäre wahrscheinlich das kleinste Problem, aber wo kriege ich bitte Fett her? Kann ich die kleinen hier auch machen? Ja. Ich wollte gerade sagen, nur die nehme ich gerade nicht auf. Rübensamen sind noch mit drin. Hallo. Wie, die Tasche ist voll. Nein, wir brauchen die aber. Ach so, das unten, das ist gar nicht freigeschaltet. Das ist doch doof, wenn das jetzt respawnt. Wir brauchen so einen dämlichen Schlüssel. Der ist offenbar nicht im Haus gewesen. Die Frage ist auch, kann man die kaputt machen? Ich will ja nicht zu nah rangehen. Ah ja. Okay, ja, ja, das ist, ich würde zwar die Sachen gerne mit aufnehmen, aber das ist okay. Ich würde sagen, wir drücken mal die 7. Ich habe weniger Durst. Der scheint jetzt komplett weg zu sein, oder? Moment, dann drücken wir mal. Ja, ja, okay, das Dunkle ist immer das, und ich muss schlafen. Haha, ich laufe hier mit einer Machete rum. Ja, dann würde ich sagen, schlafen wir mal. Wie viel möchte ich schlafen? Keine Ahnung. Wir sind, ja, 8 Stunden. Ja, 9 Stunden, damit ich gut ausgeschlafen bin. Das geht dann im Zeitraffer oben, okay. Spiel gespeichert, sehr schön. Also ich mache so, dass die erste Folge ein bisschen länger wird, sonst hätte ich jetzt hier wahrscheinlich schon einen Cut gemacht. Ich kann die Sachen aber immer noch nicht einsammeln, das ist doch doof. Würmer werde ich sicher auch nochmal gebrauchen können. Oh, das ist bestimmt die Haltbarkeit, oder? Oh, ich hab natürlich keinen Kühlschrank. Den ich hiermit aber auch noch nicht machen kann. Da muss ich die wahrscheinlich... Ach so, Moment, hier unten geht's noch. Aber ich denke mal, das muss ich dann erstmal verbessern. Ja. Generalschlüssel. Oh, da brauche ich Gold für und Nägel. Ach du Schande. Kiste an sich kann ich aber auch nicht herstellen. Basisschlüssel? Brauche ich auch Eisenbahn für. Ich kann keine Kiste herstellen. Das ist aber blöd. Muss ich das jetzt doch mit der... Achso, ich muss das doch mit der machen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich will hier nur... Das ist doch doof. Okay, ich habe jetzt auf M gedrückt. Hier haben wir die Weltkarte des Spiels, die dir auf deiner Reise helfen wird. Sie wurde vor langer Zeit von einem Entdecker erstellt. Daher erhält sie nicht allzu viele detaillierte Informationen. Oh, was ist das? Wer ist denn da alles drin? Okay. Dann laufen wir doch mal in die Richtung. Würde ich sagen. Die Frage ist nur, wir sind der Stern, ne? Das heißt, wir müssten theoretisch nach oben, denke ich mal. Achso, hier geht es gar nicht rum. Können wir tatsächlich nur dem Weg folgen? So, theoretischerweise müssten wir jetzt gleich bei dem Typen irgendwo hier ankommen. Hallo? Hey, sei vorsichtig. Auf dem Boden liegen Nägel. Ich versuche gerade, die Brücke zu reparieren. Ich weiß nicht, was passiert ist. Entschuldige, dass ich dich nicht anschauen kann. Aber wenn ich das loslasse, dann haben wir ein größeres Problem. Ich sage dir was. Wenn du mir das nötige Material bringst, werde ich vielleicht schneller fertig. Was meinst du? Dann können wir nachher reden. Ist das der einzige Weg in die Stadt? Ich werde dir helfen. Du bekommst alles, was ich habe. Ach so, ich kann jetzt nicht nachfragen. Okay, ja,
Ja. Vielen Dank, das wird uns beiden helfen. Hättest du denn Nägel für mich, die ich mir klauen kann? Offenbar nicht, ne? Nein, 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 nein. Ich habe. Ja. Ich habe das Material noch nicht gefunden. Das war jetzt auch nur. Oh, dafür brauche ich Stein, vier Seile und eine Holzplatte. Okay. Die können wir vielleicht herstellen. Das Problem ist nur, dass mein Inventar ja jetzt schon voll ist. Also, dass das so schnell voll wird, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das ist schon etwas, was mich an anderen Spielen teilweise extremst genervt hat. Und ich eigentlich gehofft habe, dass es sowas hier nicht geben wird. Direkt am Anfang solche Probleme mit dem Inventar. Ich nehme jetzt einfach mal eine Kokosnuss. So, dann gucke ich mal, was ich jetzt hiervon kriege. Weizensaat. Na, toll. Ja, ich weiß, dass ich einen Schlüssel brauche, aber ich muss doch irgendwas tun können. Moment, das Seil kann ich schon machen. Ah, das ist aus Pflanzenfasern. Aber ich habe dann keinen Dings mehr, keinen Platz mehr, um das aufzuheben, nehme ich mal an. Du hast zu wenig Erforderliche. Ja, ich will alles machen, was ich kann. Wenn das drei sind, sind das drei. Das ist mir egal. Ach so, drei. Ja, okay, dann würde ich sagen, dass wir heute noch mal eben. Nein, ich brauche die Pflanzenfasern. Nein. Jetzt hat er das Falsche aufgenommen. Willst du mich veräppeln? Rote Blume kann als Dekomaterial verwendet werden, um unterschiedliche Gegenstände herzustellen, auch als Medikamente. Was haben wir denn hier oben eigentlich noch? Oh. Du kannst viele Fähigkeiten weiterentwickeln und neue Gegenstände oder Rezepte freischalten, wenn du neue Stufen erreichst. Die meisten Fertigkeiten sind so aktionsbasiert. Du musst die Fertigkeit also einsetzen, um sie zu verbessern. Um zum Beispiel die Fähigkeit Kochen zu verbessern, musst du Gegenstände auf dem Herd oder einer ähnlichen Arbeitsstation zubereiten. Okay, das heißt hier, das wird dann. Ah, das ist dann so ein bisschen wie in New World. Sobald die Stufe hoch ist, kriegt man dann wahrscheinlich den ersten Stern. Elektronik habe ich auch schon. Wahrscheinlich, weil ich den Fernseher kaputt gemacht habe oder so. Erkunden habe ich sogar schon einen Stern. Handwerk habe ich auch einen Stern. Okay, aber das finde ich gut. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich was anbauen kann. In diesem Reiter werden alle wichtigen Nachrichten gespeichert, die du während deiner Reise erhältst. Einige der Nachrichten können nützliche und geheime Informationen über Schätze oder verborgene Orte erhalten. Ja, habe ich keine. Der Kalender zeigt alle wichtigen Termine im aktuellen Monat an. Jedes Jahr hat 4 Monate. Alle wichtigen 4 Monate? Alle wichtigen Ereignisse werden also im nächsten Jahr wieder stattfinden. Okay. Es gibt heute keine Events. Also da sind irgendwelche Sachen drin, aber ich weiß nicht genau. Das sind die Leute, die rechts auf, links auf der Insel waren. Das kenne ich. Du, hier wirst du alle wichtigen Momente während deiner Reise festhalten. Mach dir keine Gedanken darüber, das Spiel. Mach dir keine Gedanken darüber, das Spiel wird das für dich erledigen. Okay. Gut. Ich habe heute den Mechaniker getroffen. Er kann einfach alles reparieren. Na gut. Hier wird dein Beziehungsstatus mit allen Bewohnern von Maluina angezeigt. Du musst dich erst vorstellen, bevor das Bild von jedem von ihnen hier angezeigt wird. Ja gut, das ist logisch. Wenn man sie noch nicht gefunden hat, dann. Dieses Fenster hilft dir, den Überblick über deine Finanzen zu behalten. Die Tagesübersicht ändert sich jedes Mal, wenn du eine neue Transaktion durchführst. Die Monats- und Jahresübersichten hängen von deinen Läden ab, leerstehenden Häusern und Geschäften. Ja gut, was soll ich machen? Ich habe ja noch nichts. Okay. Oha. Du bekommst Erfahrungspunkte, wenn du viele Aktionen durchführst, wie einen Baum fällen, neue Orte erkennen, mit Leuten sprechen und vieles mehr. Es gibt zwei Arten von Erfahrungspunkten, globale und fertigkeitsbasierte Punkte. Global zeigt an, wie berühmt du in der Welt bist. Je berühmter du bist, desto mehr Touristen werden von der Stadt und deinem Wohnsitz angezogen. Das bedeutet aber auch mehr Piraten. Oh oh.
Fähigkeiten sind Punkte, die du erhältst, wenn du Aktionen ausführst oder mit Gegenständen oder Menschen interagierst. Wenn du beispielsweise einen Baum fällst, erhältst du Punkte für die Nahrungssuche. Wenn du aber einen neuen Ort entdeckst, erhältst du Punkte für die Erkundung. Jede neue Fähigkeitsstufe schaltet neue Gegenstände, Rezepte oder Aktionen frei, die du ausführen kannst. Ja, das haben wir eben quasi schon gelesen. So, da sind Punkte drin, die ich aber nicht nutzen kann. Quests kannst du bei den Stadtbewohnern oder bei der Erkundung erhalten. Du erhältst auch einige Anfragen oder Nebenquests in deinem Haus durch Briefe der Stadtbewohner, die immer mal wieder Bitten haben. Um Quests von ihnen zu erhalten, musst du dich bei den Stadtbewohnern vorstellen. Außerdem reden sie gerne. Der beste Weg, deine Beziehung zu ihnen zu verbessern, ist nach Möglichkeit, jeden Tag mit ihnen zu sprechen. Okay, gut. Das sind jetzt die, die ich sowieso oben drin stehen habe. Ach so, hier kann man. Ah, ja. Okay, hier kann man dann einstellen, ob die angepinnt sind oder vielleicht auch die Wichtigkeit einstellen. Okay, das ist also standardmäßig. Die Frage ist jetzt nur. Moment, hier ist aber noch viel mehr drin, oder? Ah, nee, hier kann man das sortieren. Okay. Halte die Laufen-Taste, Grundeinstellungen, linke Shift-Taste, um alle Gegenstände auf einmal fallen zu lassen oder zu bewegen. Gut, dass ich da noch nicht drauf geklickt habe. Dann hätte ich alle fallen gelassen. Ach du Schande. Ja, gut, Erde brauche ich aber eigentlich. Ich würde sagen, wir lassen mal Kartoffeln. Das sind alles so Sachen. Die Pilze würde ich jetzt vielleicht freilassen. Abwerfen. So, und dann würde ich die Pflanzenfasern nehmen. So. Ja, ich weiß, ich weiß. Da brauche ich viermal Pflanzenfaser für. Okay. Nein, das heben wir jetzt nicht auf. Und dann. Nein, da. Da. Nein. Okay, die Pflanzenfasern haben wir auf jeden Fall. Dann machen wir noch mal ein Seil. Geht auch nur eins, okay. So, die große Frage ist jetzt, wir haben noch Pflanzenfasern drin. Das heißt, die werde ich mal hier oben am besten abwerfen. Zack, das ist echt nervig mit dem Platz, muss ich sagen. So, Seil haben wir jetzt auch schon mal. Holzplatten brauchen wir. Ach so, das sind die normalen. Okay. Das heißt, da brauchen wir von 1 kriegen wir 3 hin. Oder brauche ich 3, um 1 herzustellen? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Wir fällen mal. Sind das unterschiedliche Bäume? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nicht, dass der eine irgendwie ein Apfelbaum ist, der andere ein Kirschbaum oder sowas. Und ich fäll jetzt immer die gleichen. Und ich habe dann am Ende nicht mehr das, was ich brauche. Oh, Apfel hatte ich schon. Okay, dann das ist natürlich gut. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Achso, ich brauche 15 Platten. Ja, dann hätte ich vielleicht doch ein paar mehr machen sollen. Oh, nee. Oh, oh. Oh, okay. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir das jetzt mal in Ruhe im Hintergrund arbeiten lassen und dass wir dann erstmal damit die Folge für heute beenden und dass wir dann in der nächsten Folge die Holzplatten aufsammeln werden und entsprechend mal die Gegend ein bisschen mehr erkunden können, weil wir nämlich über die Brücke gehen können in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.